Herzlich willkommen, schön, dass Sie sich reingeklickt haben zu einer neuen Ausgabe des Asklepios Internetmagazins Nachtvorlesung nachgefragt. Heute geht es bei uns um das Thema Zystektomie, was zu Deutsch Harnblasenentfernung heißt. Und da habe ich als Experten hier Herrn Prof. Dr. Andreas Groß. Er ist Chefarzt der Urologie in der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Herr Prof. Groß, wann ist denn überhaupt eine Harnblasenentfernung notwendig? Also wir zäumen das Pferd eigentlich von hinten auf, indem wir die größte Operation als erstes nennen. Mhm. Harnblasenkrebs ist der Grund, warum man eine Blase entfernt, aber glücklicherweise ist es nur in seltenen Fällen des Blasenkrebs notwendig. Meistens, und zwar in 85%, kommen wir damit zurecht, dass man den Blasentumor, wie wir das so nennen, ausschabt durch die Harnröhre mit einer elektrischen Schlinge. Nur wenn der Tumor sehr tief in die Blasenwand reingewachsen ist, dann muss man mit dem Patienten sprechen, ob es nicht sinnvoller ist, wenn man die komplette Blase entfernt. In Ordnung, dann fangen wir doch noch mal am Anfang an. Wie entsteht denn überhaupt ein Krebs? Also zunächst muss man mal sagen, es ist der typische Raucherkrebs. Das ist der Kreuzbube in diesem bösen Spiel. Dann gibt es einige Chemikalien. Es gibt einige Berufserkrankungen, die anerkannt sind, die zu Blasenkrebs führen. Aber nochmal, Rauchen ist das Schlimmste dabei. Da hätte ich jetzt beim Rauchen eigentlich zuerst an die Lunge gedacht, aber dass das auch auf die Harnblase geht, das wundert mich. Ja, das denkt man so, dass die Lunge, und das wäre etwas Heldenhaftes, die Blase ist genauso beteiligt und es ist extrem unangenehm, wenn es dann dort anfängt, tumorös zu wachsen. Also Finger weg von den Zigaretten. Gibt es sonst noch etwas, was ich besser lassen sollte oder tun sollte, damit gar nicht erst ein Krebs entsteht? Sicher ist es sinnvoll, wenn man viel trinkt, einfach um kein hohes Konzentrat von irgendeinem Giftstoff in der Blase zuzulassen und die Blase gut durchzuspülen. Es gibt einige Dinge, die diskutiert werden, ob sie Blasenkrebs machen. Das ist aber nie bestätigt worden. Deswegen will ich diese Sachen jetzt gar nicht nennen, sonst sind sie wieder im Ohr. Und dann eben die Chemikalien, Dieselkraftstoffe, einige Farbstoffe. Früher waren es Haarfärbemittel, das ist heute nicht mehr so. Die sollten bekannt sein. Wenn dann der Krebs entstanden ist, was kann man tun? Zunächst einmal ist es so, dass die meisten Blasenkrebsarten sehr früh auffallen, weil man Blut im Urin hat, sichtbares Blut. Und die Patienten sind zu Tode erschrocken und kommen dann relativ schnell zum Arzt. Deswegen erwischen wir so viele Blasentumoren, die in einem auch sehr frühen Stadium sind und wo wir mit einfachen Operationen zurechtkommen. Das ist der erste Schritt. Blut aus der Blase oder Blut im Urin heißt sofort zum Arzt. Entdecken Männer das denn eher, dass sie dringend zum Arzt sollten als Frauen? Es ist die Frage, in welcher Kultur man sich befindet und ob man sein Wasser im Sitzen lässt oder im Stehen und im Hinterherguckt. So könnte der Mann einen gewissen Vorteil haben, wenn er es eher sieht. Aber eigentlich, der wohlerzogene Mann lässt sein Wasser auch im Sitzen, würde ich mal sagen, steht es 1:1. Ja, mein Gedanke war dadurch, dass wir Frauen ja ohnehin alle 4 Wochen unsere Menstruation kriegen, dass man da vielleicht eher denkt, puh, da ist bei mir was ganz anderes durcheinander gekommen. Und das missdeutet. In der Tat passiert das, dass Frauen zunächst einmal das denken. Und das ist ja auch eine ganz gute Ausrede. Und man will das Schlimme ja auch nicht wahrhaben. Man sollte schon immer darauf achten. Ja. Aber Blut im Urin, das ist noch ein frühes Stadium, sagen Sie. Da Blasentumoren relativ früh bluten, ist es eigentlich ganz gut für den Patienten. Leider ist das keine Garantie. Es gibt auch Blasentumoren, die erst spät anfangen zu bluten. Nur wenn Blut da ist, nochmal, dann sofort zum Arzt. Dann sofort. Und was sind dann die nächsten Schritte? Was passiert dann mit mir? Zunächst einmal kontrolliert der Arzt nochmal unter Mikroskop, ob wirklich Blut im Urin ist. Und das möchte ich noch einmal erwähnen. Einmal Blut im Urin reicht, dass man wirklich das kontrollieren lässt. Und dann wird der Arzt einen Ultraschall machen von der Blase. Meistens sieht man das dann schon. Und der nächste Schritt wäre dann durch den Urologen, der eine Blasenspiegelung macht. Die übrigens heute gar nicht mehr so schlimm ist wie früher, weil wir sehr viel modernere Instrumente haben. Wie sieht denn so eine Blasenspiegelung aus? Man schiebt durch die Harnröhre ein biegbares Instrument, was im Durchmesser ungefähr 8 mm ist. Das schafft eine Harnröhre. Unangenehm ist es natürlich, aber es ist nicht mehr so schmerzhaft wie früher, als man diese biegbaren Instrumente noch nicht hatte.
Wie unangenehm ist das? Werde ich da vorher betäubt oder Luft anhalten oder was mache ich? Natürlich macht man eine örtliche Betäubung und in eine Schleimhautbetäubung der Harnröhre und dann kann man das gut ertragen. Wie lange muss ich das so über mich ergehen lassen? Wie lange dauert so eine Untersuchung? Je länger man das Narkosemittel einwirken lässt, umso besser ist es und dann dauert die Untersuchung 2 Minuten. Och, das ist ja... Das ist machbar. Und dann wissen Sie sofort Bescheid oder müssen dann Bilder erst einmal ausgewertet werden? Eigentlich ist es eine Blickdiagnose. Wenn man 3, 4 Blasentumoren gesehen hat als junger Arzt, weiß man, wie diese Dinger aussehen. Und dann kann man sich ziemlich sicher sein und sagen, so, das ist es. Es gibt leider auch Blasentumoren, die so unter der Oberfläche der Schleimhaut wachsen, dass man sie mit dem Auge nicht sehen kann. Das nennen wir Karzinoma in situ. Da muss man dann noch spezielle Untersuchungen machen. Mhm. Gehen wir jetzt mal einfach vom negativen Fall aus. Sie sagen, das ist Krebs, da müssen wir was machen. Und dann? Wie geht's weiter? Ich sage dem Patienten immer so, die Blase sieht aus wie eine Zimmerwand. Sie haben eine Mauer, Putz davor, Tapete davor, Farbe drauf. Solange der Tumor nur bis zum Putz geht, kommen wir damit zurecht, dass wir das von innen auskratzen mit einer elektrischen Schlinge. Das natürlich dann in der richtigen Vollnarkose oder einer Rückenmarknarkose. Wenn der Tumor aber durch den Putz durch in die Wand vorgewachsen ist, in die Mauer vorgewachsen ist, dann müssen wir mit dem Patienten über eine komplette Entfernung der Blase sprechen. Das sind aber nur ungefähr 10-15% der Blasentumoren, die wir sehen. Ach, dann kommt das also so häufig gar nicht vor, dass wirklich die ganze Blase entfernt werden muss. Naja, dadurch, dass wir sehr viel Blasentumoren sehen, insbesondere in unserer Klinik, weil wir eine gewisse Expertise dafür haben, sehen wir das natürlich jeden Tag. Wir sehen jeden Tag Blasenkrebs und unsere Abteilung macht eine Zystektomie, eine Entfernung der Blase, jedes Jahr 70, 80 Mal. Das heißt, 1, 2 Patienten jede Woche. Oha. Gehen wir mal davon aus, Sie müssen tatsächlich die Blase entfernen. Wie wird das denn operiert? Was passiert da genau? Also, auch auf die Gefahr, dass den Zuhörern jetzt schlecht wird, man schneidet den Bauch auf, und zwar von der Unterkante des Nabels bis zum Schambein. Das ist ein gar nicht so großer Schnitt, ungefähr diese Länge. Und von dort aus haben wir den Einblick, den wir brauchen. Man kann das auch durch Bauchspiegelung, also laparoskopisch machen, was bei der Blasenentfernung nicht sehr viele Vorteile bringt. Dann werden die Lymphknoten entfernt. Wir sind immer glücklich, wenn wir dann wissen, die Lymphknoten sind nicht tumorbefallen. Wir haben einen gewissen operativen Trick, die Blase so zu entfernen, dass das Bauchfell nicht eröffnet wird. Dann erholen sich die Patienten sehr viel schöner. Und bei Männern muss, wenn die Blase entfernt wird, gleichzeitig auch die Prostata komplett entfernt werden. Und dann steht man vor der Entscheidung, wie hilft man dem Patienten jetzt? Der Urin muss ja irgendwo hinlaufen. Bei ganz alten Patienten, wo wir diese Operation nur noch machen, um ihnen Schmerzen oder dauernde Blutung aus der Blase zu ersparen, pflanzt man einfach die Harnleiter in die Bauchdecke. Eine uralte Operationsmethode, aber die Patienten erholen sich sehr schnell. Das ist der Grund, warum wir das machen. Die nächstbessere Form ist, dass man die Harnleiter in ein kleines Stück Darm einleitet und diesen Darm als künstlichen Ausgang anlegt. Das ist eine sehr häufig angewendete Methode, was die Patienten natürlich auch nicht so gerne haben, weil sie dann einen künstlichen Ausgang haben. Deswegen ist es eigentlich immer der Ansatz, dass man den Patienten eine neue Blase bastelt. So ist es auch, es ist basteln. Dort, wo die alte Blase war, dazu benutzen wir ungefähr 50 cm von dem Dünndarm des Patienten selbst und den schalten wir aus, machen daraus eine neue Blase und wenn der Patient dann nackt vor dem Spiegel steht, sieht man nur die Narbe, aber ansonsten nicht, dass er so operiert worden ist. Und das ist für die Lebensqualität der Patienten natürlich hervorragend. Ja, sicherlich auch für die Psyche, denke ich. Ja, genau. Mhm. Genau. Das klingt nach einer wahnsinnig aufwendigen Operation. Also, als diese Operationstechnik in Deutschland eingeführt worden ist, vor ungefähr 20 Jahren, waren das in der Tat große Operationen. Aber jetzt ist die Generation sozusagen in den leitenden Positionen, die damit groß geworden sind. Wir haben das als junge Assistenzärzte schon gelernt und haben sehr viel Erfahrung damit. Früher hat so eine Operation durchaus mal 10 Stunden gedauert. Heute sind wir in der Regel nach 3,5, 4 Stunden fertig. Früher hat man
sehr viel Blut verloren bei der Operation. Heute kriegen wir das in der Regel hin, ohne dass eine Blutkonserve gegeben werden muss. Früher mussten die Patienten alle Tage lang auf die Intensivstation. Heute können wir viele Patienten direkt aus dem OP wieder auf die Station schicken. Also es ist eine große Operation, aber sie hat ihren Schrecken verloren. Das heißt, ich bin dann auch relativ schnell wieder in Anführungsstrichen fit nach so einer Operation? Wir sind ja ziemlich ungnädig, weil wir die Patienten am ersten Tag nach der Operation schon wieder aus dem Bett rausjagen. Da haben wir unsere Physiotherapeuten, die uns dabei unterstützen, dass der Patient sich gar nicht erst im Bett festlegt. Die ersten Tage sind natürlich nicht amüsierlich, aber es ist immer wieder erstaunlich und immer wieder erfreulich, wie schnell die Patienten sich erholen. Nach ungefähr 4-5 Tagen fangen die Patienten an, sich zu langweilen bei uns. Das ist schön. Kann ich dann sofort wieder ganz normal zur Toilette gehen, möglichst schmerzbefreit? Wahrscheinlich nicht. Natürlich können Sie nie mehr ganz normal zur Toilette gehen, weil dieser Darm, der jetzt Blase ist, natürlich nicht verstanden hat, dass er jetzt Blase ist. Der Darm bleibt Darm, sodass man sich das antrainieren muss, wie man mit dieser neuen Blase, Neoblase, das Wasser hält und das Wasser lässt. Deswegen empfehlen wir den Patienten auch immer sehr dringend, dass sie hinterher noch in eine Anschlussheilbehandlung gehen, Reha-Kliniken, die darauf spezialisiert sind, urologische Tumorerkrankungen zu versorgen, um den Patienten beizubringen, wie man mit dieser neuen Situation zurechtkommt. Und wenn man sich das erstmal angewöhnt hat, sind die Patienten sehr, sehr glücklich. Was genau muss ich denn da neu lernen? Wenn wir in der Situation sind, dass sich die Blase füllt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen sehr direkt zur Toilette oder wir sagen, nee, ich bin gerade in einem Interview, das geht jetzt nicht. Aber unsere Blase meldet sich. Und wenn wir dann sagen, so, jetzt passt es, dann öffnet sich der Schließmuskel und die Blase drückt sich zusammen und nach ungefähr 15 bis 45 Sekunden, das ist die normale Spanne, ist die Blase leer. Die neue Blase aus Darmteilen hat ja den Mechanismus nicht, zu sagen, ich werde jetzt voll. Also muss ich mir angewöhnen und sagen, ich gehe jetzt alle 2 Stunden zur Toilette. Dann macht man den Schließmuskel willentlich auf, aber dieser Darm kann sich ja nicht auf Kommando wie eine Blase zusammendrücken. Dann lässt man das Wasser passiv ablaufen. Am Anfang ist die Blase noch sehr klein und je besser die trainiert wird, umso mehr Flüssigkeit passt da rein und dann sind die Patienten ganz glücklich, weil sie seltener Wasser lassen müssen als ihre Alterskameraden, wenn die Blase dann plötzlich einen Liter fasst. Wobei man das nicht trainieren sollte, denn wenn die Blase zu voll wird, ist es nicht gut für den Patienten. Also gerade dadurch, dass sich die Blase ja nicht meldet, wie ich das verstanden habe, würde ich aus lauter Angst doch permanent lieber gehen, weil ich Angst hätte, dass ich sonst Wasser verliere und das gar nicht möchte. So ist es. Diese Dinge müssen Sie lernen. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das trainiert man in der Anschlussheilbehandlung. Da ist man noch nicht perfekt, wenn man aus der Anschlussheilbehandlung rauskommt. Aber dann weiß man, worauf man achten muss, dass man auf die Uhr achten muss und andere Dinge mehr. Und dann kann man sich den Rest selbst beibringen. Muss ich mich auch anders ernähren? Muss ich anders essen? Weil schließlich sind Sie auch irgendwie an den Darm daran gegangen. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir nehmen Dünndarm und der braucht, sagen wir mal, so ein Vierteljahr, halbes Jahr, bis er sich daran gewöhnt hat, dass ihm 50 cm fehlen. Und dann können Sie wieder alle Leckereien, die die deutsche und nicht deutsche Küche bieten, essen. Wann ist es denn zu spät mit einer Diagnose? Wann komme ich zu spät zum Arzt? Ja, das ist natürlich das Problem bei allen Krebserkrankungen. Zu spät ist es, wenn der Tumor gestreut hat. Aber selbst da ist es nicht hoffnungslos, weil wir dann zusammen mit den Onkologen ja möglicherweise noch mit einer Chemotherapie hinkommen. Es gibt immer noch einen Ansatz, etwas zu probieren. Aber wenn der Tumor noch auf die Blase beschränkt ist, noch nicht gestreut hat oder noch nicht in die Nachbarorgane eingewachsen ist, dann können wir einfach chirurgisch das Problem lösen. Man entfernt die Blase und dann ist gut. Wenn wir dann nach der Operation von den Pathologen erfahren, es waren doch schon Metastasen drin oder wir haben während der Operation gemerkt, wir kriegen doch nicht 100% alles raus, dann würde man eine Chemotherapie empfehlen. Gibt es eine Form von Vorsorge, was Harnblasenkrebs betrifft?
Das ist sehr umstritten. Man könnte natürlich immer mal eine Urinprobe abgeben, aber ungefähr die Hälfte der Bevölkerung hat einige Tropfen Blut im Urin. Jeder von uns scheidet 2 Millionen rote Blutkörperchen im Urin täglich aus. So, wenn wir jetzt die 50%, bei denen man im Mikroskop Blut im Urin schon feststellt, alle untersuchen würde im Sinne eines Harnblasenkarzinoms, dann wäre das überhaupt nicht zu bewältigen. Und es gibt immer mal wieder den Ansatz sogenannter Tumormarker, dass man Urin untersucht auf so eine Art besonderer Streifen. Die haben sich aber leider alle nicht wirklich bewährt, sodass man eine Vorsorgeuntersuchung in dem Bereich nicht so hat wie bei anderen Erkrankungen. Es hat mich jetzt gerade ein bisschen geschockt, dass doch so viele Leute aber wohl immer irgendwie ein paar Tropfen Blut im Urin haben. Aber wer merkt das nicht? Da muss nichts Schockendes dabei sein. Ja, man kann auch mit grauen Haaren leben, auch mit einer Glatze. Also man kann auch mit diesen paar Tropfen im Urin leben. Nur, das heißt, wenn wir jetzt einfach losgehen würden und würden alle Leute untersuchen, hätten wir diese 50% mit den roten Blutkörperchen. Und dann, wenn die gesehen worden ist, dann muss man natürlich bei jedem dran denken, es könnte doch etwas sein. Das ist ein Riesendilemma. Man kann also nicht sagen, im Umkehrschluss, wir haben ein paar rote Blutkörperchen im Urin, wird schon nichts sein. Wir müssen bei jedem denken, das könnte der eine Patient sein, bei dem wir ein Problem haben. Gibt es unabhängig von den Rauchern eine Gruppe, die besonders häufig betroffen ist? Na, bei den Rauchern korreliert es ziemlich genau zwischen Anzahl der Zigaretten und Jahren, die man geraucht hat, wie aggressiv der Tumor dann ist. Da gibt es eine genaue Korrelation. Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Allerdings seit Frauen dann in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts auch sich den männlichen Umgangsformen genähert haben und auch alle angefangen haben zu rauchen, ist diese Spanne zwischen Männern und Frauen sehr viel schmaler geworden. Früher waren es 6 Männer pro eine Frau, jetzt liegen wir bei 2,5 zu 1. Wow. Auf der anderen Seite habe ich manchmal aber den Eindruck, es gewöhnen sich doch immer mehr Leute das Rauchen ab. Nimmt die Zahl jetzt trotzdem noch zu der Patienten oder sagen Sie, naja, wir können so langsam auch schon eine Besserung feststellen? Na, sehen Sie, die Schäden sind ja Spätfolgen. Mhm. Das ist ja nicht so etwas Kurzfristiges, dass Sie rauchen, 3 Jahre später haben Sie das Karzinom, sondern Sie rauchen und 20 Jahre später bekommen Sie das Karzinom. Das heißt, diese Patienten erwische ich jetzt alle. Ich weiß nicht, wie es meinem Nachfolger in 15 Jahren mal gehen wird, ob der sagt, wir sehen das nicht mehr so häufig. Im Moment ist das eine sehr häufige Erkrankung. Wenn Sie sich die Patienten anschauen, die Sie bereits geheilt haben, die Sie haben, wie geht es denn von der psychischen Seite her? Erholen die sich auch da sehr schnell oder sagen Sie, nein, wir brauchen auch so etwas wie Selbsthilfegruppen? Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt sehr gute Selbsthilfegruppen, gerade im Bereich des Harnblasenkarzinoms. Und ich kann den Patienten immer nur empfehlen, dass man mal mit denen Kontakt aufnimmt. Dann merkt man, ich komme mit denen gut zurecht, die können mir noch was helfen, die können mir noch ein paar Tricks sagen. Oder man merkt halt, ich kann mit der Gruppe nicht so gut. Aber gerade hier bei uns in Hamburg gibt es eine sehr aktive und sehr gute Gruppe. Und die helfen einem schon so ein bisschen aus der Situation, weil man am Anfang denkt, wieso ich? Und man glaubt, man wäre der Einzige im ganzen Stadtteil. Und plötzlich merkt man, es gibt sehr viele Leidensgenossen und dann kann man es besser ertragen. Die psychische Aufarbeitung ist schon ein Thema. Das ist ein große Veränderung im Bereich der körperlichen Integrität, wenn man die Blase verliert. Sagen Sie einem das dann auch gleich? Verweisen Sie selbst auf Selbsthilfegruppen? Oder muss man da wirklich auch selber eine Recherche betreiben, ob es so etwas überhaupt gibt? Also wir reden immer sehr ausführlich mit den Patienten, bei denen wir solche großen Operationen machen. Und das beinhaltet viele Aspekte der Operation, der Nachsorge, der Krebserkrankung überhaupt, der Therapiemöglichkeiten. Und selbstverständlich gehört da auch ein Hinweis auf die Selbsthilfegruppen dazu. Professor Groß, vielen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Ich danke. Ich denke, wir haben da einiges dazugelernt, was die Harnblase betrifft. Gewöhnen Sie sich das Rauchen ab, falls Sie es noch tun, und immer viel trinken. Wenn Sie noch mehr erfahren möchten über die verschiedensten Themen, dann verirren Sie sich doch auch häufiger auf unserer Internetseite www.asklepios.com.
www.klick.com/Nachtvorlesungen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Klick wieder und sage, bleiben Sie gesund.